Hallo, herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns mal mit einer Strafgebühr. Bei Interactive Brokers gibt es seit einigen Wochen eine sogenannte Exposure Fee und was man darunter versteht, worauf man achten sollte und wie man sich gegen diese Gebühr schützen kann, darum geht es jetzt in diesem Video. Ihr habt es ja vielleicht schon gemerkt und der ein oder andere musste sie vielleicht sogar schon einmal bezahlen. Und zwar gibt es seit einigen Wochen bei Interactive Brokers und damit ja auch bei den verbundenen Brokern, also das heißt bei CapTrader, bei Lynx Broker, gibt es eine sogenannte Exposure Fee. Und Exposure sagt zwar jetzt nicht genau Strafe, aber es ist im Grunde genommen eine Strafgebühr für zu hohes Risiko. IB hat diese Gebühr eingeführt und bevor wir erklären, was das ist, müssen wir erstmal ganz kurz schauen, wo kommt denn das Ganze her oder was ist denn die Grundüberlegung dabei? Und zwar, wenn ihr euch mal zurückversetzt in das Jahr 2015, in den Januar, und ich bin mir sicher, einige werden diesen Tag nie vergessen, die es nie vergessen werden, sind allerdings wahrscheinlich eher die, die negativ betroffen waren. Und zwar, schaut euch mal hier diesen Chart an, und das ist der Chart Euro gegen den Schweizer Franken. Und das war der sogenannte Frankencrash. Das heißt also, am 15. Januar 2015, ne, lässt sich leicht merken, da hat die Schweizer Nationalbank ihre Bindung an den Euro kurzfristig aufgehoben und dann rauschte das Ganze extrem an den Märkten und es kam eben zu sehr, sehr großen Verwerfungen. Und daraufhin sind einige Broker pleite gegangen. Unter anderem der größte, damals größte Forex-Broker für Privatkunden Alpari ist pleite gegangen, auch einige andere in diesem Zusammenhang noch mit und auch Interactive Brokers musste so roundabout 120 Millionen Verlust einstecken. Okay, börsennotiertes Unternehmen, mehrere Milliarden schwer, die haben das verkraftet, aber niemand gibt natürlich so viel Geld gern her. Und jetzt müssen wir mal klären, warum mussten denn die Broker oder warum sind denn die Broker überhaupt pleite gegangen? Und das ist eine ganz simple Geschichte. Und zwar deswegen, wir nehmen mal hier kurz den Flipchart. Stellt euch bitte Folgendes vor. Hier ist ein Kunde, nehmen wir denn mal Kunde A. Dann gibt es hier die Börse. Und hier gibt es einen Kunde B. Und ihr wisst ja, wenn der eine etwas verliert, dann gewinnt es der andere. Und jetzt kann es aber natürlich so sein, dass die Börse hier, darüber gibt es ja noch den Broker, das heißt, hier gibt seinen Auftrag hin, leitet an die Börse weiter, gibt seinen Auftrag hin, leitet an die Börse weiter, also hier Broker. Muss jetzt nicht zwingend der gleiche sein, ihr wisst das, ne? Könnte auch ein unterschiedlicher sein. Und jetzt mal angenommen, dass der hier, der Kunde A, einen sehr, sehr großen Verlust macht. Ne? Also der verliert jetzt hier 105% seines Kontos. So, also minus 105%, da heißt, alles Geld, was auf dem Konto ist, ist weg und noch extra ein bisschen mehr. Jetzt muss ja trotzdem garantiert sein, dass hier der Kunde B, weil der hätte ja diese 105% gewonnen, ne? Wie kriegt der denn das? Und dass das funktioniert, da gibt es hier noch die sogenannte Clearingstelle, die achtet darauf und die sagt jetzt, es ist mir vollkommen egal, ob der das Geld hat oder nicht, der Broker, der den Deal vermittelt hat, der ist dafür haftbar. Das heißt, der Broker müsste jetzt das fehlende Geld hier direkt an den Kunde B zahlen, also wieder über die Clearingstelle, an den Kunde zahlen. Und das heißt, der Broker muss für Verluste auch des Kunden aufkommen, auch wenn der kein Geld mehr hat. Er könnte sich natürlich dann an dem Kunde schadlos halten. Das heißt, er kann sagen, hey, du hast hier 105 verloren, du hattest nur 100, ich krieg noch 5 von dir. Wenn der aber nichts mehr hat, dann hat er nichts mehr und dann nützt es eben auch nichts. Ne? Und das ist also das, warum damals einige Broker pleite gegangen sind. Die Kunden hatten kein Geld mehr auf den Konten. Der Broker musste aber die Erfüllung oder die Verpflichtung erfüllen. Darauf hat die Clearingstelle gedrängt. Ist ja auch eine Sicherheit für alle Marktteilnehmer, also eine sehr, sehr gute Sache. Ja, und dann waren die Broker halt pleite. So, und jetzt hat eben IB überlegt, okay, wie können wir uns denn davor schützen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert? Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, dass gerade nach dem Frankencrash sind die Margins in einigen Märkten sehr hoch gegangen. Wir haben heute zum Beispiel immer noch eine sehr hohe Margin in den Edelmetallen. Wir haben immer noch eine sehr hohe Margin im Euro. Also viel höher als noch vor 2, 3 Jahren, obwohl die Volatilitäten gar nicht mehr so sind. Ne? Das ist der erste Punkt, dass also IB sagt, okay, wir setzen, und viele andere Broker auch, wir setzen die Margins hoch, die Kunden handeln dadurch geringere Kontraktanzahlen und damit ist eben die Chance, so viel zu verlieren, geringer.
kann es aber trotzdem sein. Und da hat IB jetzt gesagt, okay, wie können wir das versuchen auszugleichen? Und da haben sie eben diese Exposure Fee eingefügt. Und zwar wird da Folgendes gemacht. Es wird einfach berechnet, IB hat da einen eigenen Algorithmus und sagt, wir berechnen ganz einfach für jeden Kunden, in jedem Konto, an jedem Tag, was wäre denn der nach unserer Meinung im Worst Case maximal mögliche Verlust. Und das geht also weit über das hinaus, was man mit den klassischen Risikoformeln machen kann. Ne? Also da sind die wirklich mega konservativ und sagen, was wäre denn, wenn es nicht die zweifache oder dreifache, sondern wenn die zehnfache Standardabweichung kommt. Was genau im Algorithmus steht, das weiß man nicht, das veröffentlicht IB auch nicht, ganz klar, ne? Das ist ein Geschäftsgeheimnis von denen. Und das führt aber dann dazu, dass, und jetzt hier aufpassen, besonders diejenigen von uns, also wir eigentlich alle, die Short Options haben, etwas stärker in die Pflicht genommen werden können. Weil IB ganz einfach sagt, okay, wenn unser Algorithmus sagt, trotz ausreichender Margin, also ganz, ganz wichtig, deine Margin kann vollkommen normal sein, wenn du aber zum Beispiel in einem Markt eine zu hohe Konzentration hast, ne, du hast ein Konto, hast nur Crude Oil, Short Optionen, und jetzt hast du trotzdem nur 50% Margin-Auslastung. Wenn jetzt allerdings im Crude Oil natürlich was passiert, kannst du dir vorstellen, Klumpenrisiko, was dann insgesamt los wäre. Und dann sagt IB, okay, damit wir uns in Zukunft, das passiert ja jetzt nicht ständig, aber wenn es mal passieren sollte, wollen wir da zumindest ein bisschen abgesichert sein. Und deswegen musst du dann diese Strafgebühr an IB bezahlen. Und jetzt gibt es ein paar Dinge zu beachten. Nummer eins, diese Strafgebühr ist keine Versicherung. Das heißt, diese Strafgebühr verhindert nicht, dass wenn so ein Extremevent passiert, dass du dann trotzdem wieder hier bei 105% minus bist. Das heißt, mehr als was in deinem Konto drin ist. IB wird das dann auch später nicht gut oder verrechnen, dass sie sagen, ja, du hast ja schon mal so und so viel Strafgebühr bezahlt. Nein, die werden sich jetzt in dem Fall diese 5% trotzdem versuchen, von dir zu holen. Das Zweite ist, es hat eben, wie gesagt, nur der Blick auf die Margin nützt jetzt hier erstmal gar nichts, weil die Margin eben kein Ausdruck des Risikos ist, so wie es IB jetzt berechnet, weil die Margin ja zusammengerechnet wird. Wenn du aber eben nur in einem Markt bist, dann ist es eben nach Ansicht von IB besonders riskant. Eigentlich logisch. Ne? Also es ist auch nichts, wo man sagt, ja, da denken die sich jetzt was aus, sondern das ist natürlich auch logisch. Und IB weist in seinen, ihr könnt es auch auf der Website nachlesen, weist es auch darauf hin, wo sehen Sie denn besondere Risiken? Und das sind genau drei Dinge. Und zwar Nummer eins ist es bei Aktien mit sehr starken Volatilitätsveränderungen. Ne? Also wenn du Aktien hast, die sich extrem stark in der Vola verändern, kann zum Beispiel passieren in diesen Tech-Werten, ne? Wenn die mal sehr, sehr stark schwanken, hohe Volatilität, und dann hast du eben sofort das, dann kann es Strafgebühren geben. Zweitens im Erdöl. Auch Erdöl, sagt IB, ist besonders gefährdet und deswegen möglicherweise Strafgebühren. Drittes, Volatilitätsprodukte. Wir wissen, dass das ja in den letzten Monaten, wir haben auch schon mal hier darüber berichtet, ja extrem Mainstream geworden ist, in diesen Vola-Produkten zu handeln. Super Sache, wir machen es auch weiterhin. Aber IB sagt, das sind so viele Jungs jetzt unterwegs, die keinen Plan haben. Auch da sehen wir Risiken und deswegen ist das besonders riskant. IB schreibt noch einen kleinen Satz irgendwo, da steht drin, dass sie herausgefunden haben, dass besonders niedrig, also ich nenne das Low-Priced Options, besonders gefährdet sind, so eine Exposure-Fee auszulösen. Jetzt überlegen wir mal, was ist denn eine Low-Priced Option? Ne? Das sind natürlich ganz, ganz billige Optionen. Was können billige Optionen sein? Zum Beispiel kurzlaufende Optionen, die weit aus dem Geld sind. Weil stellt euch vor, ihr habt eine Option, noch 5 Tage Restlaufzeit, weit aus dem Geld, ist nichts mehr wert. Und ihr sagt, ach komm, verkaufe ich mal 100 Stück, ist ja ganz safe. Ne? Wenn dann mal was passiert, dann ist das Konto weg. Und deswegen logischerweise wird das IB oder auch viel stärker beachten als andere Dinge. So, jetzt sollten wir aber gar nicht den Finger heben und sagen, oh, das ist jetzt irgendwie eine Strafgebühr und die ziehen uns jetzt ab. Weil erstens, es tritt nur sehr, 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 sehr selten auf. Also wir haben es von einigen Kunden jetzt gehört, aber das war jetzt nicht, also hat vielleicht nicht mal 0,5% unserer Kunden betroffen. Aber es sollte uns einen Hinweis geben, nämlich, dass die Margin-Auslastung als solches eben nicht das einzige Kriterium für Risiko ist, sondern etwas, was wir ja auch immer wieder sagen, und zwar Klumpenrisiko. Das heißt also, wer immer nur in einem Markt unterwegs ist und um Performance zu erzielen, sehr, sehr große Positionen dann in diesem Markt macht, der hat nun mal ein großes Risiko.
Wir sollten also unser Risiko auf mehrere Märkte verteilen. Wir sollten eben, wenn es möglich ist, nicht nur in den Aktienmärkten handeln, sondern auch in den Rohstoffen, in den Zinsen, in den Währungsmärkten, um einfach unser Risiko auf verschiedene Baustellen zu verteilen. Und wir sollten eben, wenn wir so eine Risikogebühr bezahlen müssen, ne, das kann je nach Konto, also ich habe es gesehen, Konten mit einer 500.000, die haben dann irgendwie 5 Euro am Tag bezahlt. Aber wenn so eine Gebühr auftaucht, dann sollten wir das immer als Hinweis sehen und sollten sagen, gucken wir doch mal nach, ob wir nicht vielleicht doch irgendwo zu großes Exposure, also zu viel Risiko vielleicht auch irgendwo haben, und verringern wir im Zweifelsfall lieber mal eine Position, verzichten auf ein bisschen Performance, um aber im Fall der Fälle zu überleben. Weil das ist das A und O. Ne? Überleben im Optionshandel ist immer das Wichtigste. Wer das macht, wird auf Dauer viel, viel Geld verdienen. So, das ist also die Exposure Fee von IB. Ich hoffe, einigermaßen verständlich erklärt. Wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt, wenn es euch auch schon mal passiert ist, wenn ihr noch Anregungen dazu habt, schreibt mir das in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin eine exposure-freie Zeit. Exposure-fee-freie Zeit. Ne? Eine exposure-fee-freie Zeit. Viel Erfolg und alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.